Hi Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 4. Ich bin schon ein bisschen aus der Höhle rausgekommen, wo zuletzt die Truhen waren. Bin etwas weiter nach oben gelaufen und schon die nächste Truhe wieder. Feenkrallen. Oh, was sind denn Feenkrallen? Die wären noch was für Young vielleicht. Sind die vielleicht besser als die? Ist egal, Ausdauer 39. Ausdauer 39, okay. Was tausche ich dann mal aus? Ich tausche mal einfach die Blitzkrallen aus. Cool, dass seine Krallen egal wie gehen. Und da kommt auch schon der Kampf. Der nächste. Angriff von hinten, weil es so nett ist. Ich befürchte übrigens, dass die eine Höhle, die ich übersehen habe, wo wir noch nicht reingegangen sind, rechts. Heilige manchmal lieber. Dass das bestimmt eine Speicherhöhle war. Bei meinem Glück war das bestimmt eine Speicherhöhle. Gut. Fledermaus weg. Was ist die eigentlich? Sie sieht voll witzig aus, wie sie da hängt. Und sie mag kein Feuer, wie es scheint. Wie einige Wesen hier in dieser Höhle. Finde ich aber ganz gut eigentlich. Dass wir das wissen. So, hier geht's weiter. War auch gerade schon vervollständigt. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Magst du vielleicht mal heilen? Und du greif mal an. Bisschen Feuer allein reicht ja. Schalten wir einen nach dem anderen aus, die kleinen Fledermäuse. Wunderbar. Yang sieht immer schon so blutig gekämpft aus irgendwie. Da was? Nee. Da leuchten wieder die Steine, die ich ganz am Anfang dachte, dass man da hin muss. Oh Gott, ich hoffe ja, dass wir den Kampf schaffen. Dann sieht es aus, als ob wir da lang müssen. Können wir noch mal heilen irgendwie? Speichern oder so? Sieht aus nämlich, als wäre das der Weg zum Boss. Was macht er mit uns gemacht? Finde ich jetzt nicht so schlimm. Kannst ja noch mal heilen. Aufkloppen. Sind die nicht so stark. Wunderbar. Supi. Wäre schön, wenn wir halt ein Zelt irgendwo noch benutzen könnten, auch wenn ich die eine kleine Höhle übersehen habe. Bitte, bitte lass es hier was geben. Na komm. Ja, ich habe Glück sogar mal. Ist hier noch was Schönes? Nein? Okay. Ach Gott sei Dank kann man hier speichern. Ich werde hier jetzt auch wieder mal ein Zelt benutzen. Wir haben ja noch genug. Dafür gebe ich das Geld gerne mal aus, dass man an solchen Stellen irgendwie nicht Angst haben muss, dass man bald keins wieder mehr hat oder so. Und vor allem, wenn wir den Kampf nicht schaffen, was auch immer da auf uns zukommt, dass wir das gesichert haben. Gerade wenn man Let's Plays macht, ist es irgendwie sehr blöd, man dann Cut macht oder so, wenn man dann nicht an der Stelle einfach weitermachen kann. Hier noch ein Kampf, der uns reingedrückt wird. Teller, ey, der braucht echt mal mehr. Ich finde das ganz gut, dass Sid jetzt mittlerweile auch mit seinem Hammer gut drauf ballert. So, jetzt haben wir aber auch genug getrainiert hier. Würde ich sagen. Ist hier noch was? Oh, hier ist sogar noch was. Notausgang. Ja. Okay. Kann man machen, will ich aber nicht. Kristallsaal. So, jetzt wird es mal wieder ernst hier. Ich gucke mir noch mal eben schnell den Status an. Können wir da vielleicht höchstens noch mal irgendwie eine Portion nehmen, ne? Wir haben gar nicht mehr so viele. Aber es ist nicht schlimm. Ist okay. Ich hoffe, das wird jetzt was, wenn ich ehrlich bin. Ich muss eure Hartnäckigkeit loben.
Doch eure Bemühungen ehren den Erdkristall bekommt ihr nicht. Oder glaubt ihr, mit dieser Ausrüstung etwas gegen meine Magie ausrichten zu können? Cecil! Überlass uns diesen Kampf! Dunkelelf! Jetzt geht's mal wieder hier zur Sache. Ja, wir können höchstens ein bisschen Protus machen, ne? Kraftschub. Wir hauen mal einfach Folger drauf. Vielleicht hilft das ja. Und studieren das Vieh. Analyse fehlgeschlagen. Okay. Na, dann wollen wir mal. Wir kloppen mal einfach drauf. Oh, daneben. Zu weit weg oder was los? Ich glaube, wir müssen mehr zaubern. Aber wie? Oder was? Dreht mal. Vielleicht ein Item mal werfen. Das könnte ja helfen. Mal so ein Antarktiswind. Also bisher hat noch nicht wirklich viel geholfen. Was mag der denn nicht? Blitz. Blitz war ganz gut. Nachen erkennt euren Fehler. Ja. Feurer. Oh oh. Oh oh oh. Über 3000. Bah. Könnte ich doch nur mein Schwert erheben. Cecil und die anderen sind in Gefahr. Oh Gott, vielleicht soll man ja auch sterben. Anscheinend schon. Prinz Edward, ihr dürft doch nicht aufstehen. Vielleicht kann der jetzt helfen mit dem, was wir uns bekommen haben. Wohin wollt ihr denn? Keine Sorge, ich muss nur zu meiner Harfe. Ah, ihr habt noch nicht genug Kraft für solche Anstrengungen. Ihr müsst zurück ins Bett. Ich muss es aber tun. Ich bin der Einzige, der sie jetzt noch retten kann. Oha. Edward, hilf uns! Edwards Hafenklänge erklingen durch das Flüstergras. Ach, wie cool. Dieser wunderbare Klang. Das ist Edwards Harfe. Was sind das für grässliche Klänge? Nein, nein! Jetzt, Cecil. Er kann das Magnetfeld nicht aufrechterhalten, während ich diese Klänge spiele. Du musst dein Schwert erheben. Du wirst es jetzt führen können. Verstanden, Edward? Ja. Okay, dann müssen wir das jetzt mal schnell ausrüsten. Okay, wir haben hier auch unsere... Was ist denn eigentlich hier besser? Präzision. Eigentlich ist das Messer ja viel besser. Ist das richtig so? Soll ich das Messer nehmen? Hm. 11, 10, Reflexe 53. Ich nehme jetzt das Mithril-Schild wieder. So. Irgendwas, was wir noch abgenommen hatten? Nee, ne? Ich belasse es mal hier bei der... beim Schwert. Und können wir hier bei den anderen auch noch was ausrüsten? Was anderes, was besser ist? Nee, ne? Die waren eigentlich ganz gut ausgerüstet. Oder? Der könnte den Silberreif jetzt nehmen. Okay. Okay, gut. Dann habe ich alles. Dann los geht's. Oder? Ja.
Ah, wie könnt ihr es wagen? Ich werde euch vernichten. Oh Gott, hoffentlich schaffen wir das jetzt dann aber auch. Nur weil er das jetzt kann, kann er jetzt auch nicht drauf kloppen, oder was? Ja, toll. Die sind doch jetzt wieder... Nee, diesmal zieht er nicht so viel ab. Komisch. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall geschwächt und egal was ist, die machen jetzt auch viel mehr Schaden als vorher. Auch mit Zaubern? Ja, doch. 1000 ist schon nicht schlecht. Kraftstufe haben wir auch. Mehr können wir eigentlich gar nicht machen. 2040, alte Schwede. Immer draufhauen. Dann müssten wir ihn eigentlich platt kriegen. Mhm. Mit Cecil will ich eigentlich im Moment angreifen. Dann muss ich wohl die Gestalt wechseln. Wieso? Oh. Was macht er jetzt? Ich mach mal Eis da. Mal gucken, ob es hilft. Anfällig auf Cecils Angriff. Nicht schlecht. Spannend irgendwie. Oha, über 3000 mit Eis da. Das war echt gut. Jetzt haben wir aber ordentlich schon draufgekloppt, mein lieber Schwan. Ja, jetzt haben wir ihn auch. Super. Also Eisgar war jetzt echt gut. Das war's mit dem Dunkelelf, würde ich sagen. Cecil-Stufe. Wallum. Kann er jetzt? Okay. Von allen ist die Stufe angestiegen. Schön. Durch Musik gerettet. Errungenschaft. Nein, wie können diese schrecklichen Klänge bis hierher vordringen? Der Kristall, er hätte mir ewiges Leben geben sollen. Wo war Dunkelelf? So, tschüss. Danke, Edward. Erdkristall erhalten. Cool. Den bringen wir natürlich jetzt zurück nach Troja. Was auch sonst. Müssen wir jetzt echt durch die doofe Höhle wieder raus? Wir können doch sicherlich einen Notausgang benutzen, oder? Oder? Oder kommt man hier anders weg? Ich könnte mich natürlich jetzt durchschlagen und gucken, ob da noch diese eine Höhle war, aber ich benutze ihn jetzt tatsächlich mal einfach. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich benutze ja auch so gerne die Notausgänge, wenn ich ehrlich bin. Es macht immer Spaß, einfach abzuhauen. Geht das nicht? Giftfall, Eiskanne, Bienenbrauch, Silber, Sanduhr. Sind wir da bewirkt? Stopp. Wecker, stumm. Krallen. Wo ist denn das Dings? Weil wichtige Items wahrscheinlich, ne? Wichtige Items. Hm. Und Fluch kann hier immer noch jemand lernen. Muss ich endlich mal machen. Ja. Was ist damit eigentlich? Wie komme ich jetzt am besten zurück? Erstmal speichern. Ist ja schon mal schön, dass wir das hier können. Aber... Können wir das hier benutzen? Weil Zelt und ne. Und vielleicht ist das dann... Hä, wir haben doch so viele Notausgänge. Wir haben doch mittlerweile sogar mehr als einen. Not. Habe ich das irgendwie übersehen, weil das indirekt ist? Bin ich blind? Wir sind ja auch sortieren. Dann sortiere das bitte mal. Fix weg. Einhorn, Hütte, Zelt, Notausgang. Da ist es doch. Ja, okay. Man kann es also nur... Weiß gar nicht, was ist das jetzt, dieses Edge-Buch?
Juhu! Was ist denn Edges Buch? Was war das denn jetzt? Ich habe das Buch benutzt. Und dann geht er voll ab. Weiß ich nicht, was das jetzt war. Okay, wir nutzen den Notausgang. So, und da sind wir auch wieder mit unserem kleinen schwarzen Schokobo. Der fliegen kann. Der uns einfach mal wieder zurückbringt, ganz schnell. Zack, da sind wir wieder. Können wir da nicht einen netten, süßen Schokobo dann nehmen? Wir müssen ja nicht hier... Genau. Wir müssen ja nicht den schwarzen nehmen, aber dann müssen wir nicht uns durchkämpfen hier durch den Wald. Es geht ein bisschen schneller. Hehe. Voll der Trick 17. Naja, eigentlich ist es gar nicht so ein toller Trick, aber ihr wisst, was ich meine. So, Leute, wir haben auch einen Erdkristall wieder geholt. Was sagt ihr jetzt? Gehen wir mal zu den Templerfrauen. Freuen sich, glaube ich, einen Keks jetzt. Ein Überlebender aus Damzian wurde am Ufer gefunden. Er wird im Burginneren versorgt. Der Mann behauptet, ein Prinz zu sein, aber das kann natürlich jeder sagen. Hallo. Sprech mich nicht an. Meme. Wir bringen ihn jetzt erstmal zurück. 8 Priesterinnen sind es. Sie sind alle Schwestern. Sie dienen dem Kristall schon seit Generationen. So, kommt, Mädels. Ihr wünscht, über den Kristall zu sprechen, dann kommt ihr zu spät. Er wurde... Nein, okay, wir können ihn wieder da zurück tun. Jetzt aber. Der Kristall. Der Erdkristall ist heimgekehrt. Ihr habt ihn tatsächlich zurückgeholt. Endlich. Ihr habt also den Kristall. Ich kenne diese Stimme. Kane. Verlasst die Burg und steigt in euer Luftschiff. Ich bringe euch an den Ort, wo Rosa wartet. Nein, wir bringen ihn zurück. Hier tun wir den wieder rein. Geht das nicht? Wo ist denn der wichtige Erdkristall benutzen? Das geht leider nicht, oder was? Ich kann ihn nicht einfach zurücktun. Schade. Einfach mal dem Kane widersprechen. Sagen die dazu, auch ihr scheint euch in einer schwierigen Lage zu befinden. Wir wollen euch den Kristall leihen, wie abgemacht. Wir wollen euch den Kristall leihen, also geht gut auf die Nacht. Ja, wir geben den jetzt ab. Ihr scheint eure Gründe zu haben. Wir wollen euch unterstützen. Nehmt euch, was ihr braucht. Aus der unteren Schatzkammer haben wir schon. Was war das für eine Stimme? Wir haben es euch versprochen. Der Kristall hat gerade erst seinen Weg nach Hause gefunden. Doch wir werden ihn euch leihen. Wessen Stimme war das? Was geschieht hier? Die Natur des Kristalls verändert sich mit seinem Besitzer. In dunklen Händen kann er zu einem Instrument des Bösen werden. Oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Burg Troja. Ich weiß nicht, haben wir denn die Schätze schon alle geholt gehabt? Ja, ne? Ich muss jetzt hier nicht noch ewig... Ach ja, hier war ja der Frosch. Der olle Frosch da unten immer. Aber da unten ist auch ein Frosch rechts, habe ich gerade gesehen. Vielleicht sind die auch einfach nur so überall. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Haben wir Pech gehabt. Alles verkackt. Aber die Musik ist echt schön. Luftschiff. Und dann, werden wir jetzt wahrscheinlich angegriffen. Bei unserem Glück. Wo ist der Erdkristall? Hier. Und wo ist Rosa? Gemach. Folgt meinem Schiff. Ich bringe euch zu ihr. Kane. Wo versteckst du dich? Nicht so ungeduldig. Lord Golbez möchte sich gerne persönlich bei euch bedanken. Golbez. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt und das erfüllt mich mit großer Freude. Zeig dich.
Ich verstehe ja, dass ihr auf eine Konfrontation brennt, doch zunächst möchte ich euch eure Belohnung geben. Belohnung? Ich erwarte euch mit eurer geliebten Rosa am obersten Stock dieses Turms von Zod. Solltet ihr es bis hier nach oben schaffen, tausche ich ihr Leben gegen den Kristall. So war das nicht abgemacht. Ihr solltet euch beeilen, sonst kann ich nicht für ihr Wohlbefinden bürgen. Wir erwarten euch. Oh nein, wir müssen uns wahrscheinlich beeilen. Das tun wir aber im nächsten Part von Final Fantasy 4. Spannend geht's weiter. Bis dann.